Ein wunderschön. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ja, wir wollen die Magnatboxen jetzt hier hinstellen und aufbauen. Das Positive bei den Magnatboxen ist, wartet mal, so. Das Positive bei den Magnatboxen ist, die müssen gar nicht in der Nähe von dem Empfänger sein. Also von dem Kasten, wo alles gesteuert wird. Der kommt nämlich dann nach unten. Es reicht, die beiden Magnatboxen oben hinzustellen, links und rechts. Ich werde sie jetzt erstmal zentral da hinstellen und dann später werde ich sie mir irgendwo ein bisschen weiter verteilen. Da muss ich erstmal Platz machen. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal Strom. So, und dann nehme ich einfach mal die erste Box hier. Mach die an Strom ran. So, dann muss ich gucken, die werde ich nach rechts stellen und der Schalter ist auf rechts. Ups. So. Dann haben wir nochmal ein Stromkabel, den wir anschließen werden. Wie gesagt, Platz ist momentan bei mir echt Mangelware. Aber könnte ich das hier vielleicht noch ein bisschen, das kann ich noch ein bisschen schieben. Mein Labeldrucker, der steht nämlich hier noch. Oder wieder hier, weil meine Frau gesagt hat, ich soll das machen. Deswegen sagt sie mir dann einfach, was ich drucken soll. Ich mache die App an, druck das aus und bring's ihr dann in die Küche. Hat sie gesagt, brauche ich nicht sein, ich brauche das nicht auf Handy, die App und will nicht. Und meine Frau ist nicht so für Technik. So, und die müssen wir jetzt nach... Ach, die ist schon auf links gestellt. So. Muss ich nur gucken, dass ich den Stromkabel hier hinten... So, genau. So. Wie gesagt, das ist erstmal nur provisorisch. Ihr könnt die natürlich so weit auseinanderstellen, wie ihr wollt. Das ist kein Problem, wenn ihr die links und rechts vom Raum stellt. Das ist vollkommen scheißegal. Das habe ich aber vergessen, Strom anzumachen. Und... Zeigt da was an, zeigt nichts an. So. Die ist jetzt auch on. Hier wird jetzt nichts angezeigt. Ich stelle die auch mal ein bisschen auseinander, dass sie ein bisschen Luft haben. So. Jetzt kommt das Entscheidende. Wir müssen jetzt den optischen hier erstmal ranmachen. Beziehungsweise erstmal Strombohrer auch noch dran, das ist jetzt noch nicht das Problem. Und das ist eigentlich schon die ganze Kunst, also mehr braucht ihr da ja nicht beachten. Und schon ist das Ding angeschlossen. Jede Box an Strom. Die Gummipinüpel vom optischen Kabel müsst ihr abmachen, ganz wichtig. Nicht mit den Gummipinöpeln da irgendwo rinrammen, weil sonst seht euch der optische kaputt. Und ihr Gerät natürlich auch. So, und dann brauchen wir noch den Stromkabel. Den haben wir dann hier. So, und mehr braucht ihr da eigentlich ja nicht machen. Die beiden Kabel kommen da ran und dann ist alles angeschlossen. So, jetzt müssen wir, so, eigentlich nur noch, hoppala, ich werde den natürlich später noch woanders hinbauen, das ist jetzt erstmal nur provisorisch, wie ich den jetzt hier anschließen werde,
brauchen wir nämlich einmal Strom. Der ist hier. So. Und schon leuchtet hier die LED auf. Dann brauchen wir den optischen. Und den optischen werden wir uns in out. Den machen wir uns auf out C. Ich habe hier so einen optischen Verteiler. So. Muss ich nur gucken, was der Fernseher jetzt ist. So. C machen wir auf 1 und da haben wir auch einen roten Punkt. Das heißt, dass da ein Sound kommt. Gut. Dann lassen wir das mal auf C. Dann werde ich jetzt aber erstmal noch, wo haben wir, ach, jetzt habe ich sie da hinten hin, hier räumt die Fernsehfernbedienung. Ist mein Mikrofon abgegangen. So. Ich werde jetzt erstmal, ich werde euch mal ein bisschen weiter rum machen, damit ihr seht, was ich mache. So. Machen wir das erstmal an. Habe ich die Batterien falsch rumgemacht, dass es nicht angeht? So, dann machen wir hier einfach mal wiederholen. Machen wir hier eine Schleife drin. Ich kriege die nicht an. Ich glaube, ich habe die Batterien falsch reingemacht. Dann werden wir das jetzt einfach nochmal testen. Oh, passt damit auf. Das ist wirklich Metall und die Kanten ein bisschen scharf. Da habe ich mir jetzt gerade meinen Tisch reingesäbelt. So. Ja. Nö. Die sind richtig. Plus nach unten, plus nach oben. Also für Leute mit dicken Wurstpfoten ist das jetzt nicht so gut. Aber ich hab's. So, jetzt zieht auch an. So, jetzt habe ich es fest. Jetzt sollte rein theoretisch funktionieren. Ich bin wieder mit dem Mikrofon hier geblieben. So, ich mache mal nämlich das jetzt ab. So. Au. Oh. Jetzt hat sich dabei beim Verstellen die Kodiana-Box geöffnet. So, jetzt müssen wir hier noch sagen, Optical 1.
kommt an. Also hier steht, ich weiß nicht, ob ihr das seht. So, Optical 1, da habe ich Optical 2 genommen. Optical 2. So, machen wir mal aus. Aber warum ist die andere nicht an? Rechts. Mono, rechts. Die ist auf rechts gestellt und auf on. So. Ach so, jetzt sind sie beide an. Beide off. Beide an. Jetzt gehen sie beide, genau. Jetzt gehen sie beide. Ich hatte das Problem, ich habe praktisch angemacht, aber nur auf eine Box gezeigt. Und dadurch ging jetzt irgendwie nur eine Box an. Wenn ich jetzt so mache, seht ihr, dann gehen beide aus. Warte mal, ich zoome euch mal ran. Oh, ist das eine Dämse hier, ey. Ich habe nämlich hier Heizung an für meine Frau, die kommt heute. Und die ist so ein Weichei. So, beide an. Und die gehen auch sofort an, merkt ihr das? Aus, an, aus, an. Das funktioniert sehr gut. Das werden wir mal laut und leise machen. Jetzt sind sie beide auf 20. Wow! Also ich kann... Also ich musste... Sorry Leute, ich musste jetzt eindeutig runterdrehen. Ich mache mal auf 11. Weil es geht bis Stufe 30. Und bei 30, ich wohne im Mehrfamilienhaus. Und ich habe die Vermutung, wenn ich aufs 30 stehen lasse, kommen die Nachbarn und dremmeln aber ganz schön an der Tür. Vom ersten Eindruck, der Bass kommt sehr satt rüber. Der Sound ist echt klasse. Ist natürlich auf Stereo ausgelegt, logischerweise. Dadurch ist es, eine Soundbar ist meistens auf Dolby ausgelegt und so. Dadurch, also für normale Musik, absolut genial. Aber wir werden noch weiter testen. So, ich werde mal jetzt am Fernsehen das Album vom Nemesis anmachen. Weil da brauche ich mir keine Sorgen machen wegen Urheberrecht. Und Odins Test, was wir gerade gehört haben, das ist mein Lied. Da brauche ich mir auch keine Sorgen machen. So, wir nehmen jetzt mal Lied 4. Egal was. Ketzer. Suche den Tod. Genau hier. So, ich habe das jetzt mal das Lied drin gemacht, weil da fängt es erst langsam an. We'll be right back.
Okay, gut. Transmitter 2 ist es nicht. Transmitter 3 nicht. Transmitter 1. Die zweite Runde ist vor der Tag seiner Rechnung. Also, ihr seht auf der Fernbedienung Transmitter, da seht ihr das, Transmitter 1, 2, also F1, F2, F3. Das heißt, wenn andere das im Umkreis haben, könnt ihr einen anderen Transmitter einstellen. Wenn keiner hat, könnt ihr natürlich auch die Boxen separat dazu kaufen und habt halt im Wohnzimmer F1, in der Küche F2, im Schlafzimmer F3. Und dann könnt ihr die dann halt anschalten, was ihr wollt, und dann sind die Boxen halt an, wo ihr den Transmitter anschaltet. Ihr könnt natürlich auch alle sagen auf den gleichen Transmitter. Das kann man hinten an der Box einstellen. F1, F2, F3. Da könnt ihr die ganze Wohnung auf F1 machen, was weiß ich. Ja, und dann, wenn er das anmacht, geht das an, also mit der Fernbedienung. Und dann habt ihr überall den Sound. So, aber wir machen mal weiter. Wir wollen ja noch hören. Also ich merke einen deutlichen Unterschied, wenn ich hinten die Regler minus 2, 0 und plus 2 mache. Ich habe jetzt die rechte Box alles auf plus 2 und die linke alles auf 0. Also ich habe jetzt durchgetestet und habe jetzt mal auf minus 2, plus 2, 0 gehabt. Also auf plus 2, alle drei Regler, kommt es am geilsten. Also bei meiner Musik, muss ich dazu sagen. Bei meiner Musik kommt es dort am geilsten rüber. Oh, mach mal jetzt hier. So. Also beim... Oh, scheiß Sonne nervt mich gerade ein bisschen. Also bei meiner Musik, muss ich jetzt ehrlich sagen, kommt es mit plus 2 auf allen drei richtig geil rüber. Ich suche mal jetzt noch ein Lied, wo wir jetzt noch einen schönen Bass haben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe jetzt versucht, damit ihr seht, wie weit das vibriert, dass man das sieht, aber das kommt über der Kamera ganz beschissen rüber. Ich glaube nicht, dass ihr das jetzt gesehen habt. Ich habe jetzt mal auf, was habe ich jetzt, 13 oder so? Ne, jetzt 13.
Ich werde nochmal stellen. Ne, hört sich scheiße an. Also da müsst ihr dann natürlich noch selber wissen, wie ihr euch das einstellt. Mittig mache ich auf 0 und die anderen habe ich auf jetzt minus 2. Dabei kommt das richtig geil rüber. Jetzt wollen wir aber noch gucken, wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt das drüber haben, ob wir denn das auch sehen, was wir da stellen. Nee, da sehen wir denn nicht die Lautstärke. Hier seht ihr das. Da sieht man es kaum durch. Hier kann man schön klar erkennen. Halt, ja, das nimmt halt hier ordentlich was weg, aber... Also vom Gesamteindruck bin ich echt sehr zufrieden. Ruckzuck angeschlossen. Die Fernbedienung fässt sich auch sehr gut an. Dadurch, dass sie halt so klein und kompakt ist und alles aus Metall. Ich mach mal jetzt noch ein anderes Lied. Spul mal ein bisschen. Ah, Barbarossa, genau, Barbarossa war das doch, wo sie gut war. Also ich finde es vom Sound geil. Nehmen wir mal das. Hier hört man wirklich den Bass schön. Und kein Übersteuern. Ich muss jetzt eindeutig leiser machen. Also wenn ich drauf gedrückt hätte, dann schwankt das ein bisschen. Von der Schnelligkeit, dass man das runterdrehen kann. Aber ich kann es definitiv jetzt nicht so aufpolken. Weil sonst stehen die Nachbarn wirklich da. Aber ich habe jetzt nochmal extra auf 30 gemacht. Also wie gesagt, 30 ist das Höchste, was ihr machen könnt. Mehr als 30 geht nicht. Ich habe kein Übersteuern gehört. Ich habe kein negatives Brummen, irgendwie ein Geräusch gehört, was halt den Musikgenuss irgendwie beeinflusst oder so. Und ich muss echt sagen, geil. Ist wirklich, ja. Stereo-Boxen habe ich jetzt seit, das sind die ersten Stereo-Boxen, die ich habe seit, hier oben bin ich eingezogen, also nicht in der Wohnung, allgemein hier oben in dem Gebiet bin ich 2006 eingezogen, 2004, 2003, 2003 oder 2004 hatte ich das letzte Mal richtig Stereo-Boxen, wie man es kennt. Außer halt im Auto. Nee, mit dem Auto sind auch mehrere. Aber dann hatte ich mal Dolby-Anlage und sowas alles. Und jetzt natürlich auch die Soundbar logischerweise. Deswegen auch den optischen Verteiler, dass ich halt auf den Dolby-Anlage hören kann. Aber auch auf der Soundbar. Finde ich halt so ein bisschen schöner. Dass man hin und her switchen kann, wenn man verschiedene Geräte hat. Das ist jetzt natürlich vom Klang. Es ist kein 5.1. Es sind nur zwei Boxen.
Ja, mit Hochtöner, Tieftöner, Mitteltöner und Bass logischerweise. Aber für Musik, jetzt so für mich, für einen Haushalt, wenn ich hier Haushalt mache oder einfach so Musik laufen lasse, ich bin jetzt auch kein großer der Musikkenner und Klangkenner oder so, aber mein persönliches Empfinden, sagen wir so, ist, dass es sich wesentlich angenehmer anhört als auf einer Dolby-Anlage, ist logisch, und wesentlich angenehmer angehört als zum Beispiel auf einer Soundbar. Weil hier, vor allen Dingen, hier ist ein Subwoofer mit bei. Bei der Soundbar habe ich das so, da ist kein Subwoofer mit bei. Man kann es sich anhören, wenn man zu laut aufdreht. Und bei der 5.1 Anlage ist es so, ja, die Box steht ja daneben. Ihr seht, das ist den Unterschied. Also da zu. Und ich habe natürlich einen separaten Subwoofer dazu, aber da kann man nicht wirklich vergleichen, weil das ist ja um Längen besser, um Längen größer und mehr Wumms und hast nicht gesehen. Also ich finde es vom Sound echt sehr, sehr angenehm und sehr schön. Ich freue mich schon. Die werde ich jetzt nämlich demnächst noch öfters testen und dann kann ich euch später auch noch eine Meinung dazu sagen. Meine Frau wird dann auch nochmal ihre Musik hören und dann mir ihre Meinung sagen. Dann wollen wir auch noch hinten noch ein bisschen stellen. Und dann kann ich euch auch sagen, was meine Frau dazu sagt. Die hat auch bessere Ohren als ich, muss ich dazu sagen. Also nicht nur Musik empfinden, auch Sachen raushören, hat meine Frau definitiv bessere Ohren. Nicht umsonst brauche ich bald ein Hörgerät. Davon mal abgesehen. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Wenn ihr da natürlich Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben wäre natürlich nicht schlecht. Ich bin dann mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.